Das ist das Haus, welches ich gleich vorzeigen werde. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Faltvideo bei Lernen mit Sina. Dieses Faltvideo ist für erwachsene Eltern, die gerne mit den Kindern basteln, sowie Lehrer. Jeweils jedes Wochenende, also Samstag und Sonntags, werde ich ein Faltvideo hochladen. Im letzten Video habe ich auch ein Haus gefaltet und gebastelt. Das haben einige angeschaut und aus diesem Grund werde ich ein zweites machen. Doch dieses hier ist ein bisschen schwieriger, sieht dafür umso schöner aus. Hier seht ihr das Endresultat. Dazu braucht ihr Papier. Ich habe verschiedenfarbiges Papier und ihr habt wahrscheinlich zu Hause sicherlich auch einige Papiere. Es kann ein A4-Papier sein oder bereits ein Quadrat. Für diese Aufgabe brauchen wir nämlich ein Quadrat. Das werden wir dann aus einem A4-Papier falten. Also wenn ihr ein A4, ein langes Rechteck habt, dann ist das nicht schlimm. Das können wir zu einem Quadrat falten. Ihr braucht zusätzlich eine Schere und natürlich noch eine Farbstiftschachtel oder einfach einige Farbstifte oder Filzstifte, damit ihr das Haus dekorieren könnt. Und nun viel Spaß! Für dieses hier brauchen wir ein A4-Papier oder aber besser sogar ein Quadrat. Deshalb werde ich jetzt gleich ein bisschen schneller als im letzten Video erklärt ein Quadrat falten. Dazu lege ich diese Seite auf die andere und habe dann ein Dreieck. Das werde ich mit einer Schere hier schneiden, sodass es anschließend ein Quadrat ist. Nun falte ich eine Seite auf die andere, genauso. Ich falte es zusammen, dass ich wieder eine gefaltete Linie in der Mitte habe. Ich öffne es und falte diese Linie hier hinein auf diese Linie, die ich jetzt gerade gefaltet habe. Genauso. Auf der anderen Seite gleich noch einmal. Und nun habe ich ein Buch. Jetzt musst du es so hinlegen, damit es hier geöffnet ist. Jetzt falten wir diese Kante hier nach unten auf diese gefaltete Linie. Hier das Gleiche und wieder öffnen. Wenn wir es geöffnet haben, kann man das Haus aufstellen. So sieht es dann ungefähr aus. Nun wollen wir aber die Seiten hineinfalten. Genauso. So, hier hinein und wieder schließen. Hinein und schließen auf dieser Seite. Öffnen, hinein mit der Ecke und schließen. Nun sieht es noch nicht ganz wie ein Haus aus. Deshalb nehmen wir diese Seite hier und falten sie hier hinein, wie auch diese und falten sie hier hinein. Nun haben wir ein Dach für unser Haus. Ich wähle aus einer Farbstiftschachtel verschiedene Farben und dekoriere nun das Haus. Ich kann dabei eine Tür hineinmalen. Ich kann aber auch, wenn ich möchte, zum Beispiel einige Fenster hineinmalen. Fensterläden. Oder Vorhänge. Wenn ich will, kann ich auch ein großes Fenster hineinzeichnen. Und vielleicht sieht man auch hinein und dort ist jemand, sitzt gerade oder ein anderes Kind, das spielt. Vielleicht sieht man auch eine Küche. Und
eine Lampe. Vielleicht haben wir hier auf der Dachrille noch einen Vogel. Oder einen Schornstein. Vielleicht leben hier zwei Familien. Dann müsste ich hier noch eine Tür hineinzeichnen. Vielleicht hat diese Familie verschiedene Äste und Pflanzen vor dem Haus. Und diese hier vielleicht einen Briefkasten. Bestimmt haben beide eine Klingel. Und bei einem Haus ist das Dach so. Du kannst bei deinem Haus hineinzeichnen, was du gerne möchtest. Vielleicht hat es hier oben ja noch ein Zimmer und dort hat es vielleicht einen Spielraum für die Kinder. Und hier haben wir die Fenster. Du kannst dein Haus so gestalten, wie du willst und es anschließend aufstellen. Genauso. Also wenn du es aufstellst, steht es dann, da es hier ein paar Laschen hat. Wenn du willst, kannst du natürlich auch zeichnen, wie es innen im Haus aussieht. Vielleicht hat es innen im Haus verschiedene Stockwerke. Ein Stockwerk, ein zweites und hier das Dachgeschoss. Vielleicht ist hier das Badezimmer oder das Kinderzimmer. Vielleicht hat es irgendwo noch eine Treppe. Du kannst selbst entscheiden, wie du dein Haus gestaltest. Viel Spaß! Ich hoffe, du hattest Spaß, dein eigenes Haus zu basteln und zu dekorieren. Mein Haus sieht so aus und ich bin richtig zufrieden damit. Und wenn du nächste Woche wieder ein Video zum Falten anschauen willst, dann kannst du einfach den Kanal abonnieren. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!